müsste hier drin müsste der Boss irgendwo sein. Ah ja, da ist er. Ich muss näher ran. Ja, parier doch einfach. So. Da haben wir auch seinen Kopf. Okay. Kräft jetzt einfach nicht. Ach so, das war's schon. Ja, ja, wir müssen jetzt nur noch diese Cachen und diese fetten Steintypen töten. Ja, ich muss jetzt noch Cachen suchen. Ja, die stehen hier oben auch alle rum. Dann hier ist einer. Gib mir den Cachen. Oh, wenn er nicht so ewig brauchen würde, bis der mal was schlägt. So, ich habe alle Kästen. Brauche jetzt nur noch diese komischen Kerne von den Steintypen hier. Komm schon. Vier von sechs. Ja. Wahrscheinlich werden wir jetzt ziemlich oft questen. Also eigentlich wahrscheinlich die ganze Zeit. Fast die ganze Zeit. Denn wir werden ja auch noch Instanzen machen. Da kommst du. Ach, du hast Seelenstärke der Sindurei. Das erhöht deine Willenskraft und Ausdauer um 5. Deswegen hast du vielleicht mehr Leben. Das kann sein. Mir fehlt noch so ein Bottich. Nur noch ein Bottich. Zwei fehlen noch. Ah. Ist ja schon dieser Steintyp wieder gespawnt. Da unten ist einer. So. Das habe ich alles. Ne, mir fehlt noch so ein Steinting. Jetzt ist ein Arkan. Ja, hier unten ist so einer. Ja, wenn ich fliegen kann. So, ich hab alle. Ja, kannst du nicht auch looten, weil bei mir was drin war. Du, komm mal her. Gott, ich sehe schon, gleich kommt jemand wieder rein. Egal, wenigstens nehme ich nicht auf, dann kann ich kurz stumm im Mikrofon stummer. Wie sieht's eigentlich aus mit deinem Mikrofon? Stimmt, da hatte ich ja das gekauft und dann war es am Arsch. Also es kam schon kaputt her. Und dann wollte ich mir die ganze Zeit eins kaufen, also nochmal neu bestellen, aber ich habe immer noch nicht gemacht. Ah, mache ich dann jetzt am Wochenende. Typ. Wollen wir die Quest abgegeben, haben sie mir vielleicht schon wieder Level ab. Was ist euer Begehr? Bleibt wachsam. Also was schweben die Bäume denn hier so rum? Ja, keine Ahnung. Das könnte ich gebrauchen. Die ewige Sonne leitet uns. Die Gürtel. Okay, ich bin noch nicht Level up. Aber jetzt werde ich Level up. Ehre den Zindorei. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Oh, jetzt haben wir betäubt das Ziel 6 Sekunden lang. Wie, du bist jetzt Level up? Wieso bin ich nicht Level up? Ja, muss ich den Quest ja noch abgeben. Geht doch. Also lass mal losgehen. Boah, mein kleiner Bruder war gerade hier. So, ich tu mal hier. Hey, ich kann noch einen abgeben. Machst du da unten? Achso, ne. So. Yes. So, jetzt zeigt's mir hier unten den Ruf bei der Gilde an. Bin schon fast freundlich. Wie geht es? Dann drückst drauf auf das die Fraktion dann als Erfahrungsleiste anzeigen. Ah, okay. Wie viel hast du schon? 2, 4, 75. Ey, ich auch. Welch ein Wunder. Ja. Anaria Schola. Der Tag der Abrechnung wird kommen. So. Was bringt. Achso, das betreibt immer noch die Gegner hier. Boah, jetzt müssen wir nach da hinten rennen. Ich will das mal kurz ausprobieren. Komm mal her. Ah, cool. Ich brauche ein Ziel. Looten. Ist lustig. Da ist noch ein Quest zum Annehmen, Jona. Warte kurz. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Boah, ja Mann, unser nächster Zauber ist ein Heilzauber.
der verbraucht diese komischen Balken, die sind heilige Kraft. Man hat 3 heilige Kraft maximal und der nächste Zauber zählt bis zu 3 heilige Kraft. Ah, okay. Jo. Ah, hier hingen wir doch ewig. Letztes Mal. Boah, ja. Kann mich ja noch ganz genau erinnern. Aber ich weiß nicht, was muss man hier denn machen? Unsere Feinde werden fallen. Aber ich, ah, genau, hier muss man so ewig immer rumlaufen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Irgendwas müssten wir hier suchen. Das ist, glaube ich, unter der Brücke. Ja. Ha! Wie schlau ich bin. Hier. Öffnen. Das sind so einfache Quests. Gar nicht, die sind voll schwer. Gehen wir nach links oder nach rechts, Jona? Totalen Widersacher. Wir gehen nach da hinten. Gehen wir nach links oder nach rechts? Nach da hinten. Ja, das ist ja da hinten. Ja. So, zeig mal. Gibt's sonst so irgendwas, das man klären muss? Aha, hier gibt's Dungeon Compendium. Hier kann man sich die ganzen Instanzen anschauen. Genau, das ist eine Instanz hier. Zum Beispiel der Flammenschlund. Ist die erste Instanz, die es so gibt, in die man nochmal reingeht. Das ist eben, ich kann dir mal erklären, eine Instanz ist sowas wie ein Dungeon, in dem man immer zu 5 reingeht. Es gibt einen Tank, das bin ich. Der versucht halt immer die ganzen Mobs an sich dran zu halten, dass nur der Tank Schaden bekommt, also in dem Fall ich. Dann gibt es einen Heiler, der, ja, der Name ist Programm sozusagen. Und 3 DDs, das sind die Damage Dealer, wäre zum Beispiel jetzt der Sebastian. Wenn er Damage machen würde. Ha, ich mache im Moment mehr als du, ja? Ja, du machst 34 DPS. 36, ja. Bei mir, egal. A new Belore Delena. Für den Sonnenbrunnen. Gilden Level Up. Gildenrufe. Was gibt denn hier mehr? 48. Achso, das ist erstmal annehmen, ne? Guck mal, hier sind wieder fremde Leute. Guck mal, ihr seht schon, der Typ hier ist. Ist hier einer, der nicht Jäger ist. Okay, er ist auf jeden Fall auf unserem Level und hat gleich mal 200 Leben weniger. Ja. Sieht man mal. Das Account Equip gibt einem schon ganz schön viel. Cooles Zeug. Was muss man hier eigentlich noch machen? Besiegt er irgendwas? Ich schieb das mal ungefähr. Na doch, lass mal hier. Ich kann hier nicht den Berg hoch. Jetzt. Ach, das. Ach, Moment, das ist gar nicht Add-on Assassins. Das habe ich hier nämlich gar nicht an. Das ist ein anderes Add-on. Ich weiß nur nicht mehr, wie das heißt. Komme ich hier den Berg auch nicht hoch? Ich bin schon oben. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Hier leveln voll viele Leute. Eigentlich ja nur der Jäger und wir. Ich muss hier. So. Da ist noch so ein Viech. Ach, wir müssen die Teile und die anderen. Dann tue ich mal das Ding hier tun. Aber mich ärgert jetzt immer noch, dass das hier die ganze Zeit abgestürzt ist bei der Charaktererstellung. Konntet ihr leider nicht sehen, wie man hier neuerdings den Charakter erstellt. Kann ich ja vielleicht irgendwie so, das ist doch so wie sonst auch immer, oder? So wie sonst auch mal. Ja, natürlich, aber die Leute, die es halt noch nie gemacht haben, die wissen ja nicht, wie es sonst immer ist. Okay. Wieder 2 Quests. Sehr gut. Ja. Zeit ist Gold. Zeit ist Gold. Okay, jetzt müssen wir eh nach da hinten. Ich bin Level up. Mir fehlen noch 300 EP. Das hast du eigentlich immer für Buffs? Ach, das habe ich auch. Verursacht der Zauberschaden um 10, um 20 erhöht. Und, ja, ja, super. Jetzt müssen wir sowieso darüber. Habe ich doch gerade gesagt.
ging aber schneller als letztes Mal. Mhm. So, erstmal faul sein und dir folgen. Betrachten, erstmal faul sein und Autolaufen anmachen. Zeig mal, ich betrachte dich gerade. Boah, ich bin so ein Spanner. Ja. Du hast rote Handschuhe. Zeig dich jetzt gleich. Aber ich finde den Helm eigentlich auch geil. Also dein ganzes Rüstungsset sieht ganz gut aus, finde ich. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, dass die Schultern so klein sind. Ja, du bist halt eine Frau. Das sind die halt kleiner. Hätte ich einen tauren Frau machen können, dann hätte ich große Schultern gehabt. Ach was. Das ist schon gewollt so. Aber deine Schultern sehen halt geil aus. Meine sind voll hässlich. Meine hätten sie wenigstens anders machen können. Ja, ich finde die von dir aber auch gut. Nein. Ach, war wie Tode. Jetzt sind wir schon in der Todesschneise. Ah. Stimmt. Wie viel Leben haben die denn? 200. Jetzt habe ich ausgesehen. Hey, guck mal, wer ist denn da hinter uns? Level 7, Magierin, zeig mal. Betrachten. Oh, ich hatte gerade mal nur ein Drittel von unserem Leben. Ja, das ist halt. Wenn man normal anfängt, dann sieht das Inventar so aus. Und im Vergleich, so sieht es bei uns aus. Naja. Das Account-Equip ist schon Luxus. Ich musste auch mal neu anfangen, wo du schon Account-Equip hattest. Ja. Das ist echt deprimierend. Und trotzdem bin ich besser als du. Ja. Vielleicht. Ah, jetzt sind wir hier an dem See. Mhm. Kann. Hier vor dem. Vor dem. Genießt es, Leute. Ihr müsst es genießen hier. Das ist Levelgebiet. Das nächste wird hässlich. Ja. Guck, hier bekommt man einen neuen Beutel. Geil. Oh, Stufe 8. Wann kriege ich heilen? Stufe 9. Okay, schade. Oh, das ist ja überhaupt nicht nervig hier. Was denn? Was machst denn du? Ja, zum Quest gehen. Ich habe noch einen Quest im Inventar gehabt, gell? Ah, ich auch. Sag mal. 1000 EP? Na, das kann man den Silbermond irgendwann mal später abgeben. 1000 EP? Ja. Ach, stimmt. Silbermond ist nämlich ja so die. Also zweigeteilt. Es gibt erstmal die Ruinen von Silbermond und hier rechts ist das richtige Silbermond, die Hauptstadt von den Blutelfen. Ja, ja, ja. Mir ist gerade aufgefallen, die Fraktionen heißen immer genauso wie die Hauptstadt. Ach, wir müssen hier lang gehen. Wir müssen hier lang. Mach einfach weiter rennen. Die geben sowas von gar keinen Schaden. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Ich würde richtig gerne meine Items so transmogrifizieren. Aber es geht nicht. Jetzt schon. Ja, das kann man erst, wenn mit Items ab Gegenstandsstufe 200, glaube ich, und die sind halt alle 1. Was ein Zufall. Ja. Mein Gürtel ist Gegenstandsstufe 5, aber das ist ja egal. Dein Gürtel? Ja, ja, die. Meiner auch. Die Erbstücke, die bleiben immer Gegenstandsstufe 1. Für immer. So. Ach ja, die müssen wir jetzt ja hier verkloppen. Ach nee, doch nicht. Nicht schon wieder. WoW besteht am Anfang so viel aus rumlaufen. Aber so viel. Hey, ich will den jetzt aber. Okay. Die mache ich jetzt. Ich glaube, der wird zu was anderem, zu einem Kamel oder so. Oder auch nicht. Ja. Das super Kamel. Aber irgendwie finde ich meine Schuhe hässlich und mein Gürtel und meine Armreife. Die sind alle so grün. Ja, gibt alles ganze 39 EP, wenn man hier was tötet.
Wie lange ist denn die Aufnahme schon? Bestimmt schon eine halbe Stunde. 52 Minuten. Also so lange spielen wir schon mit dem Charakter hier. So. Das lädt immer noch auf. Oh, Leinenstoff. Leinenstoff bringt zwar nichts, aber egal. Aber das stimmt, ich habe ja noch mehr Add-ons. Ich habe hier nämlich noch Auctioneer. Der zeigt man hier immer gleich an. Zum Beispiel bei Leinenstoff. Wenn ich im Mauscursor drauf gehe, zeigt das mir hier an. Okay. Das ist ein Handwerkswaren-Item, benutzt für Schmieden, Ingenieurskunst, Erste Hilfe und Schneiderei. Also für diese Berufe kann man das alles verwenden. Marktpreis gibt es 912 Mal, hat das Add-on das im Auktionshaus gesehen, und man kann es für 44 Silber und 61 Kupfer verkaufen. Dieses eine Stück Leinenstoff. Sehr viel. Ja, oder 20 Mal, ich weiß nicht. So. Die Gerechtigkeit. Den kann ich jetzt verkaufen, Leute. Ich bin so, Jona. Ja. Ich hab keine Folgequest, wir müssen nach Silbermond. Ah ja, stimmt. Kann man da reinfliegen? Ja, kann man dann fliegen. Lass den Flugmeister nehmen, ja. Kann ich dann auch gleich zeigen, was der Flugmeister ist. Was macht der? Fliegt der? Auf die Schnauze fliegt er. Ah, da kann man auch hier sein. Geilen Falkenschreiter kaufen. Nee, da kannst du keinen Falkenschreiter kaufen. Den Falkenschreiter kann man da hinten kaufen. Und zwar da oben. Hier kannst du nur. Euer Gold ist hier. Ja, wo ist denn hin? Wie heißt denn das? Falkplatz. Ja, wahrscheinlich. So. Ich glaube, ich habe das falsche angeklickt. Nein, hast du nicht. Ah, ich flieg hinter. Noch 10 Sekunden, jetzt 10 Sekunden. Was ist dann? Dann sind wir angekommen. Wo steht denn das? Das ist ein Addon. Alter. So viele Addons habe ich gar nicht. Ja, so viele habe ich auch nicht, aber ist halt so. Was war denn da für ein? Ein Jäger. Ich glaube, das war der gleiche wie gerade eben. Juhu. Juhu. Unsere Feinde werden fallen. Bringt den Kopf von Ausgrabungsleiter irgendwas. Okay. Na gut. Oh, was haben wir denn da? Die hat, glaube ich, schon Account-Items. Ja, eins. Zwei Account-Items. Okay. Boah, ich freue mich schon gar nicht auf das Questgebiet hier. Geisterlande. Ich würde sagen, sobald wir Level 15 sind, machen wir gleich noch ein bisschen Instanzen. Mhm. Weil wir zeigen auf jeden Fall Geisterlande, gehen so rein. Aber ich würde sagen, mehr tun da nichts. Eher mehr Instanzen machen. Ich bin ganz Ohr. Ach, der andere Typ hier hat gerade den Quest gestartet. Der komische Jäger. Vielleicht kann man einfach mittöten. Warte, lass den Jäger auch noch drauf gehen. Oder auch nicht. Vielleicht kann er auch looten. Das war schon leicht assi. Ja, der spawnt ja gleich wieder. Ah, doch, der hat ihn auch gekriegt. Er hat ihn, ja. Lauft alle mir hinterher. Ausschließlich mir. Ach ja, stimmt, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Es gibt hier diesen tollen Shop. Da kann man Haustiere kaufen, wie zum Beispiel ein Allerg. Beispiel. Zum Beispiel. Alter Rack, Braunhund. Bräuhund. Ach, Bräuhund. Alter, 20 Euro, ey. 10 Euro der Hund. Oder hier so tolle Mounts. Aber keine Sorge, man kann auch so gut wie viel mehr Mounts in-game bekommen, als man für 20 Euro kaufen kann.